Raimund. Ja. Wir sind im Atelier deiner Klasse. So ist es. Und da entsteht natürlich die Frage, es gibt ganz viele Künstler, die niemals auf die Idee kommen, zu unterrichten. Wie ist das bei dir entstanden, an einer Hochschule zu arbeiten? Ich glaube, das ist, während meines Studiums habe ich Kunstpädagogik sogar studiert und habe das dann aber eigentlich nur als, wie soll ich sagen, Wunscherfüllung für meine Eltern. Habe dann an Kollegen. Was ordentlich ist. Wo man auch Geld verdienen kann, ja, genau. Dann habe ich das anhand von Kollegen gesehen, dass ich schon immer wusste, dass ich es nicht wollte. Und dann habe ich ja nach dem Studium 20 Jahre, 25 Jahre als freier Künstler gearbeitet. Und bin dann nach meiner Zeit, nach meinen 5 Jahren, die ich in Italien gelegen habe, wieder zurückgekommen nach Deutschland und hatte so ein bisschen auch die Lust darauf, was Neues zu machen. Also als so junger Künstler durch die Welt herumzufahren, hatte ich hinter mir. Den ganzen Ausstellungsbetrieb kannte ich auch. Und es war irgendwie eigentlich die Zeit, ich war damals, glaube ich, wie alt war ich da? 95 war ich irgendwie 41. Dass man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt wäre das auch ein neues Arbeitsfeld. Genauso wie ich angefangen hatte, irgendwann mal nach diesem Fachgebiet Kunst am Bau, also aus der eigenbestimmten Sache, also auch an Wettbewerben teilzunehmen und auch da mal offizielle Sachen auszuführen, da hat mich das auch gereizt, mit jungen Leuten zu teilen. Mhm. Also das war. Und es war einfach auch so eine Vorstellung, sozusagen in diese Institutionen reinzugehen und sie zu verbessern. Ja? Denn also mein Kunststudium war eigentlich, wie soll ich mal sagen, war sehr auf Eigenstudium konzipiert. Das, was man häufig hört. Ja, das. Also den Lehrer, den ich zwar sehr geschätzt habe, hat man selten gesehen. Und der hat auch fast nie was dazu gesagt. Und ich denke, viele meiner Kollegen sind mit einem gewissen Impetus reingegangen in die Hochschulen, um einfach eine andere Dimension von Lehre zu betreiben. Also vor allen Dingen auch so offener miteinander umzugehen, Wissen zu teilen, Zugänge zu schaffen zu Dingen. Also es war, glaube ich, schon ein Wunsch, der auch was mit dem Alter zu tun hat. Also am Anfang macht man das, glaube ich, nicht, dafür ist einfach die freie Kunstwelt, in Anführungszeichen, also das Ausstellen zu vereinnahmt. Weil es geht ja dann doch auch einiges an Zeit weg, wenn man das macht. Also zumindest so, wie ich es gemacht habe, geht sehr viel Zeit weg. Du bist ja als Lehrer an der Hochschule auch in die Gesellschaft und das System Hochschule eingebunden. Und da gibt es ja zwangsläufig politische Auseinandersetzungen. Klar. Über Richtung, wo geht das lang, wie eng oder wie offen gestalten sich die Prozesse. Also man muss ja dann zwangsläufig auch politisch agieren. Das ist ja hier in dem Falle in Braunschweig ganz vehement auch gelebt worden. Ende des letzten Jahrtausends kam Bertelsmann sozusagen dann final zu dem Erfolg, dass sie die deutsche Regierung überzeugen konnte, das Bachelor- und Master-System wäre doch das bessere System für die Studenten, vor allem mit der Ebene der Austauschbarkeit, der Möglichkeit der Mobilität und so weiter und so fort. Also nicht vollkommen bescheuert ideologische Terminologien, die in der Praxis heute gar nicht funktionieren, haben wir hier in Braunschweig uns ganz stark gemacht und haben eigentlich gegen die Regierung gehalten und haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Das ging auch nur mit einer Truppe von 6, 7 Leuten, die vollkommen überzeugt war, dass das deutsche System der traditionellen Kunsthochschule, der Kunstakademie, die sozusagen als Basis eine künstlerische Klasse haben, dass das eigentlich ein bewährtes und gutes System ist, dass das natürlich auch überholt werden muss und grundrenoviert oder grundsaniert werden muss, war klar. Aber sozusagen mit der Prämisse, dass die Grundbedingungen stimmen. Mhm. Und das war nicht einfach. Da war man in Hannover auch überhaupt nicht erfreut. Genauso wie wir dann im nächsten Schritt noch was viel Schwieriges angegangen sind, nämlich die Ausbildung der Kunstpädagogen. Wolltet ihr mehr in die Kunst? Die wollten wir viel mehr in die Kunst reinholen. Wir wollten sie sozusagen die Chance geben, einfach sowas wie
prozessuale Erfahrung, genauso wie ihre Kollegen in der freien Kunst zu machen, davon nicht ausschließen und haben dann letztlich durchgesetzt, dass die ersten 3 Jahre das Kunststudium und das Studium der Kunstpädagogik identisch ist, mit minimalsten Verschiedenheiten. Und dass wir dann auch sagen können, dass wir dann Studierende dann im nächsten Schritt in die Schulen schicken, die wirklich auch wissen, was sie mit ihren Schülern anfangen können. Also die einfach praxisorientierte Erfahrungen haben. Das war vorher gar nicht der Fall. Die konnten ein paar Fotokopien machen, ein paar Fotos und das war's. Also das war noch viel schwieriger, weil natürlich die Schulausbildung wird sozusagen als Herzensangelegenheit oder als Definition soweit in der Landesregierung gesehen. Ja. Und die wollten uns da war richtig harter Kampf.